Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Baut Nummer 2. Ja, willkommen im Winterwunderland von Baut. Ja, die letzte Folge war ein bisschen abrupt zu Ende. Ich entschuldige mich dafür, aber die war sehr lang und ich wollte sie nicht noch unendlich in die Länge treiben. Deswegen habe ich einfach den Übergang zwischen dem Ende in der Schule und war doch in der Schule. Nein, 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 mit Nate, genau. Das Ende mit Nate, also die große Flucht und dann eben das Erreichen hier. Das war ein bisschen zu fließend im Spiel. Das war schwierig dann sozusagen abzubrechen. Deswegen habe ich es laufen lassen und wir haben sozusagen den ersten Dialog mitbekommen von der lieben Frau. Naja, der Blonden, halt. Und einem Fuchs. Einem Fuchs. Ja, und da war eine Geschichte, und zwar etwas mit einem Wettkampf, einem Gewinn einer Lotterie. Einer Lotterie war es, genau. Eine Lotterie und einen monatlichen Gewinner. Nun, da gibt es zwei Dinge, an die mich das erinnert. Zum einen relativ aktuell die Geschichte von ach Gott, wie heißt das? Diese Nachtigall-Geschichte, also hier dieses Hunger Games, diesen Film und das Buch. Und dann erinnert mich das aber, ehrlich gesagt, eigentlich viel mehr daran, weil es nämlich tatsächlich genau das gleiche war. Lotterie, ein Gewinner, einmal im Monat und für auf Nimmerwiedersehen verschollen. Insel kam auch drin vor und Aufstieg. Das war die Geschichte mit Die Insel. Das ist ein Film. Einfach nur ein Film. Die Insel. Peng. So. Ist nicht ganz so alt. Ich glaube so 5 Jahre, 6 Jahre. Das hat mich aber tatsächlich wirklich doch mehr daran erinnert und nicht an diese Hunger Games Story. Naja, aber egal, beiseite, jeder kann ja sein eigenes Ding hier machen. Wir sind auf jeden Fall jetzt in Seefels und ja, wollen eigentlich ja irgendwie unseren Freund Remy besuchen. Ob wir das natürlich hinkriegen, ist die andere Frage. Aber da wir das nette Gespräch mitbekommen haben, werden wir bestimmt auch gleich einen Blick in die tolle Lostrommel werfen. Wer weiß. Aber erstmal schauen wir uns das hier alles an und naja, mal sehen, wie es weitergeht. Also, dann fangen wir mal an. Der Erzmagier lebt nicht mehr ganz alleine im Turm. Er hat einige Famuli, die die Kunst der Magie lernen wollen. Aber es ist schwierig, Erwachsenen Magie beizubringen. Sie wissen, wie sich die Dinge verhalten sollten und was möglich ist und was nicht. Wie sollen sie dann zaubern? Nein, die nächste Generation von echten Magiern wird bei uns in der Schule ausgebildet. In 10 Jahren wird es von ihnen im Magierturm nur so wimmeln. Alles kleine Wilbur's? Seit Jahrhunderten ist der Erzmagier gleichzeitig der Anführer der freien Völker. Aber Erzmagier Alistair hatte diese verrückte Idee, die Bürger sollten sich selber ihre Anführer wählen. Oh. Es sei nicht gut, wenn immer nur die Magier einen neuen Anführer bestimmen, meinte er. Deswegen haben wir in 3 Tagen die Wahl. Und wenn es schlecht läuft, ist Sybil von Buren dann die neue Anführerin der Allianz. Also. Das heißt mit anderen Worten, Demokratie hin oder her ist nicht immer soll. Nee, Demokratie ist nicht immer toll. Was ist denn das? Ein Wetterhahn. Oh, no, Wilbur So nicht. ein Wetterhahn zeigt erstaunlich präzise das Wetter an. Wenn er sich schnell dreht, haben wir stürmischen Wind aus verschiedenen Richtungen. Wenn er einen Schatten wirft, scheint die Sonne. Wenn er nass ist, regnet es. Oder es hat zumindest geregnet. Oh, Wenn er sich schlau. nicht dreht und weiß ist, ist er eingefroren. So wie im Moment. Aha. Wie kann ein einfaches Stück Blech nur all das wissen? Wow! Ja, vielleicht weil du das weißt. Es war eine ziemliche Überraschung, als eines Morgens plötzlich dieser zweite Turm dort stand.
Aha. Die Älteren erinnerten sich, dass er auch früher immer da gestanden hatte Aha. und dann eines Tages von heute auf morgen verschwunden war. Ach so. Man hatte sich damals zunächst nicht viel dabei gedacht, da der Turm auch schon früher die Zaubererschule beherbergte. Als er dann aber nicht wiederkam, wuchs die Sorge und man nahm schließlich an, ihm sei etwas zugestoßen. Ach so, deswegen. Ich frage mich, wie der Turm unbemerkt an seinen Platz zurückgekommen ist. Wenn ein Turm erst über die Stadtmauern klettert und dann über die Dächer hoch auf den Stadtberg, hätte das doch jemandem auffallen müssen. Ach, Wilbur, du bist das cleverste Bürschchen, wirklich. Okay, das ist, nein, das wollen wir nicht. Was haben wir denn hier noch? Oh yeah. Ich bin nicht davon überzeugt, dass die Lotterie eine gute Idee ist. Klar, schon. Für den Gewinner ist es eine feine Sache. Aber wäre es nicht Zufall, wenn der Richtige gewinnen würde? Definitiv gewinnt sowieso der Falsche. Vermutlich werden die Namen aller Bewohner der Unterstadt auf Zettel geschrieben und einer von ihnen gezogen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ratsvorsitzende persönlich den Sieger zieht. Sie will den Leuten zeigen, dass sie ihnen ein besseres Leben bescheren kann. Mhm. Ah, okay, wir sind durch. Aha. Okay, was haben wir? Okay, mal zurück und gucken. Jorge benutzt den Kran, um den Zoll am Tor zur Unterstadt zu umgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das erlaubt ist. Doch, das ist alles erlaubt. Jorge benutzt den Kran. Okay. Das hier oben war schon immer der Hauptumschlagplatz für Waren, die per Luftschiff angeliefert werden. Jorge ist einer der größten Händler der Stadt und seit der Krieg vorbei ist, werden jeden Tag mehr Waren angelandet. Mhm. Grundnahrungsmittel und dergleichen werden in den Dörfern um die Stadt herum angebaut. Die Bauern bringen sie täglich auf den Markt. Mhm. Aber sie kommen mit der Produktion kaum nach. Viele Felder sind verwildert und es fehlt an erfahrenen Bauern, gutem Saatgut und Tieren. Diese Waren hier kommen von weiter weg. Es sind meistens Dinge, die im Umland nicht hergestellt werden können. Irgendwie halt das ganz schön. Seid ihr in einer riesigen Kugel gefangen oder sowas? Ha? 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 Das ist interessant, kleiner Wilbur. So, gibt's sonst hier irgendwas, was du mir vielleicht... Okay, das ist der Kran. Das ist Jorge und das ist ein Fass. Der Größe und dem verwendeten Holz nach zu urteilen, befindet sich eine wertvolle Flüssigkeit in dem Fass. Branntwein, glaube ich. Na klar. In den ersten Wochen nach dem Krieg gab es nicht viel. Doch mittlerweile kann man sich praktisch alles kaufen, was man will. Sofern man genug Gold besitzt. Ah ja. Der Größe... Okay. Also, das Fass ist noch wichtig. So, Jorge. Hallo, Jorge. Wilbur. Unser Freund. Au, wie laufen die Geschäfte, Jorge? Was macht das Geschäft? Könnte besser sein. Ja, wie ich immer, dachte, ne? Jetzt, wo der Krieg vorbei ist, brummt der Laden wieder. Tut er ja auch. Aber es könnte besser sein. Ach, Jorge ist immer unzufrieden. Was hältst du von der Lotterie? Was hältst du von der Lotterie? Clever, oder? Wie meinst du das? Naja, man muss dem Pöbel doch das Gefühl geben, sie könnten es auch schaffen, richtig? Was schaffen? Einer von uns zu werden. Solange jeder da unten glaubt, seine aktuelle Situation sei nur ein vorübergehender Zustand auf dem Weg zu Ruhm und Reichtum, lassen sie uns in Frieden. Aber einige schaffen es doch tatsächlich. Ja, klar. Ja, genau. Das ist die richtige Einstellung. Eben. Jeder kann es schaffen, wenn er sich nur genug anstrengt. Es halt, definitiv. Wie es aussieht, ist dein Kran fertig. Wieso war er nie und fertig? Endlich kann ich Waren direkt zu meinem Stand hinablassen. Das spart den Zoll und das Bestechungsgeld für die Stadtwache unten am Tor. Ach, ist das der. Denn legal? Keine Bestechungsgelder bezahlen? Weiß nicht. Aber in der heutigen Zeit muss man sehen, wo man als ehrlicher Händler bleibt. Ja. Warst du heute unten in der Stadt? Wie ist die Lage? Die Spinner übernehmen das Kommando. Du meinst die Protestler? Mehr Gold für alle fordern sie. Sollen lieber arbeiten, dann haben sie Gold. Aber geht es nicht genau darum?
Sie wollen arbeiten, aber es gibt keine Arbeit. Es gibt genug Arbeit. Ich habe ein paar von denen Arbeit angeboten. Ja, aber sie wollen bezahlt werden. Siehst du? Also geht's doch ums Gold. Man reicht den Faulenzern den kleinen Finger und sie wollen gleich die ganze Hand. Und wer soll's bezahlen? Die ehrlichen Händler. Es halt, definitiv. Ich habe so ein Hallen im Kopfhörer. Das ist sehr interessant. Also anscheinend ist das furchtbar leer hier. Das hier alles halt oder irgendwas ist in der Tonaufnahme schiefgelaufen. Ich weiß es nicht, aber es halt. Dann stehst du wohl auf Seiten der Ratsvorsitzenden, oder? Ich schätze mal, du stehst bei der Wahl auf Seiten der Ratsvorsitzenden. Worauf du wetten kannst. Oh. Alle Händler tun das. Immerhin ist sie eine von uns. Wenn auch nur eingeheiratet. Ihr Mann, der alte Van Buren, war der reichste Händler hier in der Gegend. War? Ist seit 2 Jahren tot, war der letzte Van Buren. Schon sein Vater und dessen Brüder waren Vollblutkaufleute. Haben aus dem großen und mächtigen Handelskonzern ihrer Eltern einen noch größeren und noch mächtigeren Handelskonzern gemacht. Die Van Burens wussten, wie es geht. Und die Witwe weiß es auch. Sie kennt die Nöte der Händler und wird sicherlich die Steuern senken. Genau. Zahlst du denn überhaupt Steuern? Das nicht. Aber zu hoch sind sie trotzdem. Ich muss weiter, Jorge. Bis dann. Bis dann. Okidoki. Jorge wird uns also definitiv noch etwas zu melden haben. Gut. Dann wissen wir Bescheid. Der Kran wird uns wahrscheinlich irgendwann nach unten bringen. Wir haben den Zurücktritt in die Schule. Wir können hier sonst gar nichts mehr machen. Und wir können nach unten gehen. Dann tun wir das. Nein! Der Mr. Kartenspieler. Oh yeah! Und er rappelt. Oh mein Gott. Ein Blecheimer. Alle teuren Geschäfte in Seefels befinden sich hier in der Oberstadt. Diese Bäckerei macht die feinsten Torten, die leckersten Kuchen und die verführerischsten Pralinen. Zum Glück habe ich nicht genug Geld, um mir jeden Tag eine Leckerei zu kaufen. Ich würde bald nicht mehr in meine Lehrerrobe passen. Tust du das nicht jetzt schon? Ist das nicht Folter? Die Bäckerei hat schon geschlossen. Aber im Schaufenster zeigt sie, was man alles genießen könnte, wenn sie geöffnet wäre. Ach Quatsch. Ist das nicht... Okidoki. Ein Lädelchen, wo man hingehen kann. Oh, gruselig, das Gefängnis. Ich beeile mich immer schnell an diesem Fenster vorbeizukommen. Warum? Hallo? Ist da jemand? Worauf du einen lassen kannst. Oh, wer ist das denn? Ja. Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Und wer bist du? Wilbur Wetterquarz. Guter Deckname. Nenn mich Mr. X. Meine Freunde nennen mich X. Aha. X? Seltsamer Name. Ja, warum? Warum bist du eingesperrt? Man will mich aus dem Weg haben. Ich weiß zu viel. Ah. Aber nur weil man schlau ist, wird man doch nicht eingesperrt. Wenn man die falschen Dinge weiß, schon. Ah, ja. Wir werden beobachtet. Von wem? Von wem? Sie beobachten uns. Oh, wer ist sie? Wer sind sie? Die uns beobachten. Einige nennen mich paranoid, aber nur weil ich paranoid bin, heißt das nicht, dass es sie nicht gibt. Okay. Wie lange sitzt du schon im Gefängnis? Ein paar Tage. Aber ich vermute, dass man mich nie wieder gehen lässt. Ich bin ein politischer Gefangener. Oh. Man will mich mundtot machen. Oh. Sag es ein. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Aha. Hier? In Seefeld? Ja, vielleicht. Könnte es sein, dass du eventuell ein glücklicher Gewinner eines Aufstiegstickets werden wirst, mein lieber kleiner Gefangener. Irgendwie habe ich das so im Gefühl. Meinst du wirklich, dass man dich lange da drin lässt?
Vor der Wahl wird man mich zumindest nicht laufen lassen. Die Ratsvorsitzende will Stärke demonstrieren. Und was nach der Wahl passiert, steht in den Sternen. Genau, der ist es. So oder so. Ich warte nicht darauf, dass irgendein Gericht über mich urteilt. Ich werde ausbrechen, sobald ich Gelegenheit dazu habe. Tja, dann, ich muss weiter. Pass auf dich auf, Alter. Er wird der glückliche Gewinner sein. Na, sicher doch. Okay, das ist also eine Schildilein. Da haben wir eine Rattehaus. Wir haben hier das und das und das und da. Ja. Das ist das Wappen der stolzen Stadt Seefeld. Mhm. Hauptstadt der Allianz und größte Stadt Aventasiens. Mhm. Seit all die Flüchtlinge ihr Lager vor den Toren aufgeschlagen haben, ist die Stadt größer als jemals zuvor. Aha. Welche Flüchtlinge? Seefeld wurde im Krieg nie eingenommen. Die Stadt hat dicke Mauern und erhebt sich über 200 Meter in die Höhe, wie ein Turm. Deswegen nannte man den großen Krieg auch den Krieg der zwei Türme. Seefels gegen den dunklen Turm der Erzhexe Mordroga. Okay, der dunkle Turm Mordroga? Aha, aha. Okay, den dunklen Turm kenne ich ja. Ja. Und Mordroga kenne ich etwas ähnlich. Ich weiß nicht mehr, aber es war eine Spinne. Ja, und Dunkler Turm, Stephen King Geschichte. Interessant, interessant. Und zwei Türme, klar, ist Hobbit, beziehungsweise der Ring, der Ring, der alles schmiedet, bla bla. Ja, wir wissen es. Okay. Oh, interessant, wie hier Dinge verflechtet werden. Sehr, sehr interessant. So, was hast du auf den Plakaten? Ach, Wilbur. Die aktuelle Ausgabe des Seefelds Ausguck, der örtlichen Zeitung. Ratsvorsitzende van Buren, wir stehen für Chancengleichheit. Morgen präsentieren wir unsere Lösung der Armutsproblematik. Einfache und effiziente Lösungen gibt es nur mit uns. Aha. Außer der Zeitung kleben hier noch einige Wahlkampfplakate. Der Tod ist letzte Woche in den Wahlkampf eingestiegen. Seine Slogans lauten Tod für alle und der Tod ist die Lösung. Geil, der Tod, den kennen wir und doch. Und was ist das hier? Super. Hey! Erzmagier Alistair ist ein Verräter. Er benutzt das Artefakt des Schicksals für eigene Zwecke, anstatt damit allen zu helfen. Und hier, Freunde des Erzmagiers behaupten, er hätte nie im Krieg gedient. Außerdem ist er nicht in Seefels geboren. Mhm. Das stimmt doch alles gar nicht. Das ist egal. Der Ausguck berichtet nicht fair. Und irgendjemand hat diese Lügengeschichten über den Erzmagier an die Wand geklebt. Yep. Kein Wunder, dass sein Vorsprung in den Umfragen schmilzt. Yep. So ist der Politik. Der Ausguck berichtet nicht fair. Kein Wunder. Okay, das ist super. Das ist interessant. Okay, den wollen wir jetzt noch gar nicht. Den ist wohl interessant. Oh. Ah. Die Statue zeigt irgendeinen berühmten Ritter. Er hat bereits beide Beine und sein Schwert im Kampf verloren. Aber sein Kampfeswille ist ungebrochen. Mhm. Das heißt, es ist nur ein Kratzer, wurde über der Statue in den Stein gemeißelt. Ah ja. Die Statue zeigt irgendeinen berühmten Ritter. Er hat bereits beide Beine und sein Schwert im Kampf verloren. Aber sein Kampfeswille ist ungebrochen. Ja, und schwarz ist er eventuell auch, oder? Ist es der schwarze Ritter? Ist nur eine Fleischwunde, ist nur eine Fleischwunde. Los, los, lass uns weiterkämpfen. Das ist nur eine Fleischwunde. Ach ja. Ich sage nur Ritter und Kokosnuss. Ja. Gut, das kleine Türchen. Das Tor zur Unterstadt ist verschlossen? Ja. Das ist neu. Normalerweise kann man bis spät in die Nacht hinuntergehen. Ja, das hat was mit der Stadtwache zu tun. Das Tor zur... Das ist... Okay, da ist also ein geschlossenes Tor. Hey, Stadtwache! Hallo, Herr Schildträger. Oh Gott, er ist müde. Wenn das nicht der kleine Wetterwurz ist. Wetterquarz für Sie, Herr Schildträger. Professor Wetterquarz sogar. Oh, eure Lordschaft, verzeiht, dass ich nicht niederknie.
Du schlechter Verlierer. Wie ich sehe, sind Sie immer noch der Hauptmann der Stadtwache. Hauptmann und Ihr einziges Mitglied. Warum gibt es nicht mehr Wachen? Sie können alleine doch unmöglich für Ordnung sorgen. Die Ratsvorsitzende sieht das anders. Sie wollte unbedingt mich für diesen Posten. Weil du eine schöne Schlafmütze Nichts bist. Nichts ist wichtiger als Loyalität, hat sie gesagt. Genau. Wie sieht es in der Unterstadt aus? So ähnlich wie hier. Nur dreckiger und alles ist kleiner. Was ist mit den Flüchtlingen, meine ich? Keine Ahnung. War vor ein paar Wochen das letzte Mal unten. Von hier oben sieht es aus, als würde die Zeltstadt kaum noch wachsen. Mhm. Entweder kommen weniger neue Flüchtlinge an oder der Platz ist einfach voll. Mhm. Gehört die Unterstadt nicht auch zu Ihrem Zuständigkeitsbereich? Man kann ja wohl kaum von mir erwarten, dass ich da runtergehe. Da unten wimmelt es von Verbrechern. Oh, ja, aber ja. Außerdem haben die Chaoten Barrikaden errichtet. Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht ins Zeltlager. Aber du bist der Sicherheitsbeauftragte hier, ne? Ja, okay, was hat das hier... Was hat es mit der Statue da auf sich? Das ist der Schwarze Ritter. Das sag er ich doch. Als Inspiration für junge Soldaten der Stadtwache. Er soll sie motivieren, tapfer bis zum letzten Tropfen Blut zu kämpfen. Genau. Wer war er? Das weiß niemand. Als man ihn fand, war er schrecklich zugerichtet. Aber er hatte immer noch die Kampfeslust in den Augen. Also eigentlich war er, als man ihn gefunden hat, nur noch ein Rumpf mit einem Kopf drauf. Keine Arme und keine Beine. Aber er hatte die Kampfeslust. Das ist richtig. Dort drüben hängen Plakate, die Unwahrheiten über den Erzmagier verbreiten. Und? Es sind Lügen. Jeder kann sie lesen und ein paar glauben sie vielleicht sogar. Ja, das Was ist, will man machen? Moderne Medien. Sie könnten sie entfernen. Ich würde es selber machen, aber ich habe kein Wasser und keinen Spachtel und es ist Ihre Aufgabe. Also schön. Morgen. Jetzt habe ich zu tun. Was denn? Was hast du denn zu tun? Was haben Sie zu tun? Genau. Ich bewache die Stadt. Ich bin die Stadtwache. Okay, ich bin in die Warum Unterstadt. Warum ist das Tor geschlossen? Ich möchte in die Unterstadt. Ausgangssperre. Was? Nach Einbruch der Dunkelheit dürfen Bewohner der Oberstadt nur noch mit spezieller Erlaubnis die Unterstadt betreten. Wer hat sich denn das einfallen lassen? Na, wer schon? Ratsvorsitzende Van Buren. Sie ist besorgt um das Wohlergehen der Oberstadtbewohner. Und so eine Erlaubnis bekomme ich wo? Heute nirgendwo mehr. Morgen kannst du ins Rathaus gehen und da einen Antrag stellen. Aber ich bin heute Abend mit Remy im Gasthaus verabredet. Pech. Der Kran von Jorge, dem Händler, ist endlich fertig, wie es scheint. Schon seit 2 Tagen. Hat gestern und heute massig Sachen rauf und runter befördert. Mhm. Und Sie haben die Waren kontrolliert? Warum sollte ich? Wird nicht für Alkohol, Pfeifenkraut und noch ein paar andere Dinge zollfällig, wenn man sie von der Oberstadt in die Unterstadt schafft? In dieser Stadt passieren echte Verbrechen. Um die kann ich mich auch schon nicht kümmern. Oh ja. Jorge okay. hat etwas von Schmiergeld für die Stadtwache gesagt. Wissen Sie etwas darüber? Das ist eine unerhörte Unterstellung. Die Stadtwache lässt sich nicht bestechen. Nö. Das ist gut. Andernfalls hätten Sie jetzt wohl auf eine Menge Gold verzichten müssen. Ich meine, wenn keine Waren mehr durch dieses Tor da gehen, muss auch niemand mehr bestochen werden, oder? Das ist... Richtig. Jorge prellt also den Staat um seine wohlverdienten Steuern, weil er Waren in die Unterstadt schmuggelt, hast du gesagt? Nein. Wollen Sie ihm den Kranbetrieb verbieten? Nein. Jorge und seine Händlerkollegen haben viel Einfluss. Außerdem, von einem Verbot hat doch niemand etwas, oder? Nein, ich habe eine andere Idee. Nur wie stelle ich das an? Oh. Was für eine Idee denn? Was wollen Sie gegen den Schmuggel unternehmen? Jemand müsste eines von Jorges Alkoholfässern markieren und es dann von der Unterstadt aus bestellen. Sollte das markierte Fass dort noch heute Nacht auftauchen, ohne dass Steuern dafür gezahlt wurden, haben wir den Beweis. Aha. Sie können ja richtig clever sein, Herr Schildträger. Das Problem ist nur, ich kann hier nicht weg. Ich muss die Stadt bewachen, du verstehst schon. Ja, ja. Aber du... Du kannst deine Bürgerpflicht erfüllen und der Stadtwache behilflich sein. Mhm. Bürgerpflicht? Ich soll Ihren Job machen.
Natürlich nicht umsonst. Was willst du für deine Hilfe? Gold. Ein Pony. Warum? Du willst doch kein Pony. Hör auf, was willst du mit einem Pony? Wieso willst du ein Pony? Ich will ein Pony. Aha, du willst also freien Zugang zur Unterstadt. nein, ich will ein Pony. Ja, das sagtest du schon. Aber so funktioniert das nicht. Du wolltest in die Unterstadt, ich lasse dich nicht, will aber zufällig etwas von dir. Ja. Also treffen wir eine Übereinkunft und du bekommst... ein Pony. Oh. Also schön, ich möchte gerne in die Unterstadt. Ausgezeichnet. Du hilfst mir, Jorge zu überführen und erhältst dafür den Schlüssel zum Tor. Ja! Okay. Hier hast du ein Stück Kreide. Okay. Gut. Ja, dann wissen wir ja schon Bescheid, was passiert. Aber erst in der nächsten Folge. Oh yeah, beschaffen wir uns Zutritt in die Unterstadt. Ja, Wilbo ist auch schon müde und ich verabschiede mich ja jetzt hier in dieser Folge und ja, wir sehen uns dann nachher wieder in der nächsten. Bis dahin, bye bye und tschüssi!